Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 5. Der Danny spielt das hier auf dem PC. Es gibt heute ein kleines Infovideo, Vorstellungsvideo, weil es gibt ein Mini-Soundmod für die Taurus 11-16-144, beziehungsweise überhaupt für die Taurus. Und wir werden heute ein kleines Szenario fahren, ja, ein kleines Bereitstellungsszenario auf der Strecke, auf der Strecke München-Augsburg. Es ist früh am Morgen. Wir sollen unsere Lok an eine Formation ankoppeln und den Zug dann soweit bereitstellen für den Berufsverkehr und für überhaupt den Nahverkehr. Und ja, das werden wir heute in Angriff nehmen. Ich würde sagen, wir beginnen, machen hier noch ein schickes Foto von der wundervollen Lok und dann würde ich sagen, los geht's. So, als erstes müssen wir hier natürlich mal aufrüsten. Ist der Panther schon gehoben? Der ist gehoben, so wie es aussieht. Dann machen wir noch das Licht an. Genau. Das müssen wir natürlich noch hier. Die machen wir auf. Ich glaube, jetzt passt es. Vorne haben wir Licht. Und hinten haben wir genau. Dann passt das. Dann müssen wir noch die Zugsicherungssysteme einstellen. So, dann AFB eigentlich noch. Geht das so? Oder müssen wir da tatsächlich... Ich glaube aber, ne, da ist der Schalter. Das wird ja tatsächlich. Ja, wir müssen tatsächlich mit den Pfeilen arbeiten. Das geht sonst anders nicht. Da ist die AFB direkt darunter. So. So, dann würde ich sagen, los geht's. AFB noch einstellen, erstmal auf 40. So, genau. Dann würde ich sagen, auf geht's. Befreien. Zugbeeinflussung. Die fährt natürlich los, ohne Wagen hinten dran. Das merkt ihr. So. Wie gesagt, es ist ein kleiner Mini-Sound-Mod. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt wahrnimmt. Ich höre bisher nichts, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, das müsst ihr selber entscheiden. So, dann werden wir da vorne, glaube ich, irgendwo halten und dann an unsere Wagen ankoppeln. Ach, seht mal, was da vorne schön steht. Flirt, IC, EC, SBB. Ach, das ist doch wunderschön. Richtig schön, richtig schön. Dann fahren wir schön geschmeidig in den Münchner Hauptbahnhof. FIFA.
Aber natürlich. Wunderschön. Wunderschön, dass der Platz da so gefüllt ist. Das ist doch wunderschön. Ach. Ach, der überholt uns gleich eine Quietsche hier. Das ist doch. Schaut euch das an, was hier alles rumsteht. Ach, wie schön. Bundesrepublik. Ach, ach, göttlich. Wunderschön. Wunderschön. Wirklich. Ich liebe es, wenn das so gefüllt ist hier. Wunderbar. Schön viel Verkehr hier. Schön viel Verkehr. Ja. Schön viel Verkehr hier am frühen Morgen in München. So, wir müssen gleich irgendwo rot. Und da überholt uns die Quietschi. Da müssen wir anhalten. Da ist der Punkt zum Anhalten. Ah, okay. So, 8 Waggons. Da muss ich mal eben auf die Karte schauen, wo das Ziel ist. Da sind wir und da ist das Ziel. Okay. Ich muss noch irgendwelche Weichen stellen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Aber ich glaube, wir haben noch Rot, solange der hier fährt. Ja. Ich mir nicht. Genau. Und dann gleich wohl umspringen, wenn der da unseren Gleisblock verlassen hat. Die gute Quitschi. Wir dürfen. Zugbeeinflussung. Aber Befehl 40 gedrückt. So, 30 gleich. Wie gewohnt an diesem Bahnhof. 60, 40, 30, das sind so die typischen Geschwindigkeitsbegrenzungen hier an diesem Bahnhof. Geht man in- und auswendig. Und dann dürfen wir gleich an unserem RE ankoppeln. Wunderschön. Oder ne, an unseren EC. Ist ja kein RE, wir dürfen an unseren EC. SBB-Waggons, ja, sehr schön. Oder ÖBB. Nicht SBB, ÖBB. Ach geil, das ist ja schön. Ist natürlich von draußen an, ist ja klar. So, da machen wir das natürlich professionell.
Dann machen wir das natürlich professionell, so wie es im Vorbild auch ist. Und das war das, die Aufgabe. Schade, dass wir jetzt, wir könnten jetzt wahrscheinlich ein nächstes Szenario fahren, wo wir dann den Zug dann Richtung Augsburg fahren, gehe ich mal stark von aus. Das war auf jeden Fall das kleine Video zum Mini-Soundmod für die ÖBB F16 Taurus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Habt einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.